Der Sündenfall war das erste Retortenbaby. Seit dieser Zeit ist der Mensch Herr über das Leben. Er reproduziert, gestattet und verwirft Leben. Der Streit um Lebensschutz und Forschungsfreiheit ist voll entbrannt. Zerstört die Ethik des Heilens, die Ethik der Schutzwürdigkeit des frühen Embryos? Ist der Status des menschlichen Embryos schiere Verhandlungssache? Fakt: Die neuen Lebenswissenschaften stellen den Embryo in den ersten 14 Tagen seiner Entwicklung bereits zur Disposition. Ist der frühe Embryo also nur ein bisschen Mensch? Auf gar keinen Fall kann es legitimiert werden dadurch, dass man sagt, wir haben hochrangige Forschungsziele, also werden wir doch ein paar Embryonen verbrauchen dürfen. Das ist nicht das Argument. Das Argument ist vielmehr, dass Embryonen keine tauglichen Träger von Grundrechten sind. Es ist klar, dass wir vom Beginn eines Menschenlebewesens an dem Menschenlebewesen gegenüber schutzpflichtig sind, denn es ist schutzbedürftig und es ist ein menschliches Lebewesen. Das heißt, es hat Anteil an dem, was wir über den Menschen aussagen können. Achtung der Menschheit in jedem menschlichen Lebewesen.